Heute die 10 schlechtesten Game-Konsolen mit Kev. Hallo! Nummer 10, der Apple Pippin von 1996. Eine Spielekonsole mit Netzwerkfeatures und auch ein bisschen Media Player. Leider zu wenig Power in den Chips und auch das Modem war langsam. Ja, mit $600 auch nicht gerade ein Schnäppchen. Nummer 9, der Laser Active 1993. Laserdiscs waren ja sozusagen die Vorgänger der DVD und so dachte man, machen wir aus dem Laserdisc Player doch auch eine Spielkonsole. Doch die riesigen Laserdiscs haben sich nicht wirklich durchgesetzt. Nummer 8, Action Max 1987. Bei der Kiste gab es als Controller nur eine Lasergun und man musste einen VHS-Videorekorder dran anschließen, da die Spiele auf Videokassetten rauskamen. Nur 5 Games wurden veröffentlicht. Nummer 7, Philips CDI 1991. Die Idee nicht schlecht, ein interaktiver Videodisc-Player mit Filmen und Games, doch die Grafik und die Spiele kamen leider nicht so gut an. Und 1996 war dann Schluss mit der CDI. Du sagst es. Nummer 6, das 3DO Interactive Multiplayer von 1993 hatte nur einen Controller-Input. Dann ist es aber doch nur ein Singleplayer. Vielleicht kam es auch deswegen nicht so gut an. 3 Jahre später wurde es eingestellt. Ja, macht Sinn. Nummer 5, das 32X 1994. Eine 32-Bit-Erweiterung für das Sega Genesis für mehr Power. Doch leider stand der Nachfolger Sega Saturn schon in den Startlöchern und so wurde es zu einem der größten Misserfolge der Firma. Autsch! Nummer 4, der Atari Jaguar 1993 mit einem damals revolutionären 64-Bit-RISC-Grafikprozessor. Leider die letzte Konsole von Atari. Nur etwa 125.000 Einheiten wurden verkauft. Vielleicht einfach zu viele Knöpfe auf dem Controller. Nummer 3, das Gizmondo. Giz! Handheld wurde 2005 mit einer riesen Marketingkampagne in England auf den Markt geworfen mit GPS, Musik und Film. Nur bei den Games hat's mal wieder gehakt und so wurden nur 10.000 Stück verkauft. Nummer 2, das Game.com von 1997, das erste Touchscreen-Handheld, litt ein wenig unter der schlechten Grafik. Auch ein ziemlich kleines Display, wenn ihr mich fragt. Ja, für die Netzwerk-Features brauchte man damals übrigens ein externes Modem. Und die 1, der Virtual Boy 1995. Ja, der Ausflug in die virtuelle Realität von Nintendo war wohl nichts. Unbequemes Handling, Nackenschmerz und eher schmerzhaft für die Augen mit stechend roter Farbe. Auch ein eher lächerliches 3D. Das waren die 10 schlechtesten Game-Konsolen. Auf Wiedersehen! Danke Kev als Game-Experten und bei ihm solltet ihr auf jeden Fall vorbeischauen und auch abonnieren, wenn ihr Games mögt. Einer der freshesten Let's Player, Geilo. Hat dir unser gemeinsames Video gefallen, dann teile es doch hier direkt mit einem Klick auf Facebook und unterstütze doch Top 10 für den Webvideopreis. Unbedingt täglich voten bis zum 21.05. Na, vielleicht haben wir Glück. Danke und auf Wiedersehen!